Na gut, okay. So ein kleiner. So ein Minigag. Genau. Okay, und jetzt müssen wir in diesen, ja, in diesen Testbereich, in den wir rein mussten, bevor wir nach Wien gehen konnten. Das war ja auch recht interessant. So, da müssen wir also Wien, und von Wien aus kommen wir da, glaube ich, auch hin. Wenn es vor Wien dann noch war. Nee, hier war es nicht. Hier. Genau. Im zweiten Teil des Irrgartens soll es sein, haben wir. Dann müsste es ja hier irgendwo sein. Dann. Moment, das ist der erste Teil. Hier fängt es doch an, oder? Hier geht's da quasi wieder raus. Oder täuscht mich das jetzt? Es kommt doch drauf an, von welcher Seite man kommt. Richtig, genau. Wenn man jetzt überlegt, vom Spielverlauf her, kommst du ja nicht direkt von Wien da rein, sondern von außen. Genau, richtig. Also müsste das hier ja schon der zweite Teil sein. Es gibt, glaube ich, mehr als zwei Teile, oder? Meine ich. Das müsste ich überlegen. Waren vier oder waren? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Es waren aber auf jeden Fall mehr als zwei. Aber wir werden es schon finden. Wird schon alles glatt laufen. So, ja. Okay, hier geht's nicht lang. Nein, da hoch würde ich jetzt nicht gehen. Mal schauen hier. Aber es ist sehr weit verzweigt hier. Der Aufenthalt hier könnte dann wohl wahrscheinlich auch wieder ein wenig länger werden. Hier geht's auch hoch. Also hier ist es, glaube ich, nicht, sonst hätten wir es, glaube ich, schon gefunden. Von da kamen wir ja, ne? Von der. Genau. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Ohne den Typ da zu machen. Ah, es wird, glaube ich, nichts. Ach, da sehe ich sie, da links. Ja. Ob wir da von hier hinkommen? Muss ich mal gucken. Ich glaube, wir kommen gar nicht von hier dahin. Wenn du nochmal ein Stück zurückgehst, wo die eine Truhe war, da ging auch ein Runterweg. Also ich meine jetzt nicht da lang, sondern wo wir hergekommen sind. Als erstes. Hier? Nein, nein, nein. Hoch, gehen wir nach oben. Und jetzt nochmal zurück nach links. Ja. So, da war doch diese eine Truhe. Weiter links. Genau, noch ein Stück nach links. Dann war doch da noch ein Weg nach unten. Du bist doch direkt nach oben gegangen. Hier runter meinst du? Genau. Okay, müssen wir den mal eben leider aus dem Weg räumen. Weil wir kamen ja von links. Ja. Ja. Also wenn es ein Schulfach gäbe, Orientierung, ich hätte garantiert immer einen 6 bekommen. Naja. Check this out. Naja, mein Ziel hat nicht mit der Orientierung an und für sich zu tun, sondern eher mit dem Gedächtnis, finde ich, was man sich merken kann. Ja, richtig. So ein paar Sachen, die kurz vorher waren, die kann ich mir noch gut merken, aber wenn man dann so überlegt ins Langzeitgedächtnis, da wird es dann bei mir auch schwieriger. Okay, hier ist aber. Gut, dann ist hier auch ein totes Ende. Nee, ich glaube, dann kommen wir von hier aus nicht dahin, vermute ich mal. Muss man dann bestimmt irgendwie über die Treppen. Ja. Und da ist ja jetzt nur eine Treppe, die wir noch nicht genommen haben. Das war diese hier. Da links. Ja, mal schauen, ob wir da hinkommen. Guck mal, vielleicht direkt da unten. Ja. Entweder hier rein oder hier unten irgendwo. Mal schauen. Wenn man da irgendwo runterkommt. So.
aber anscheinend nicht. Naja, okay, ich denke, wir müssen, wo ich eben gerade gesagt habe. Das denke ich mir dann auch. Hier rein. Ja, die sind natürlich logischerweise nicht immer an allzu offensichtlichen Stellen. Das ist. Das soll es ja auch ein bisschen spannender machen, was dann da drin ist. Richtig, genau. Das wäre ja auch sonst zu einfach. Check this out. Ja, wohl leider. Wenn es zu einfach wäre, wäre es ja langweilig. Dann bräuchte man sie ja gar nicht irgendwie verschließen, dass man sie erst später öffnen kann. Ganz genau. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir es finden. Wir beide zusammen sollten das doch schaffen. Ja, das möchte ich doch meinen. Da sind wir hergekommen. Da sind wir, sind wir hergekommen. Da gab es noch einen Weg nach rechts. Da, wo das schöne Monster auf uns wartet. Also wir können entweder hier oder... Ach, da ist er ja, alles klar. Okay, Seife, die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Hey, wieso piept denn jetzt hier irgendwie... Achso, meine Uhr. Sorry, Leute. Ja, aber das, wir hatten... Das ist noch keine Stunde, wir hatten da mehrere Unterbrechungen. So. Können wir jetzt dann, wieder... Ja, dann können wir jetzt wieder raus. So, versuchen so rauszukommen, ja, ne? Wenn jetzt nicht unbedingt dann wieder die ganzen Monster auftauchen, können wir es auch so machen. Aber dann solltest du auch zurückgehen und nicht weiter. Richtig. Ah, ich glaube, ich werde mich nochmal raus teleportieren. Na, hier kann man sich, glaube ich, sogar nicht mal raus teleportieren. Muss mal schauen. Dann solltest du dir aber demnächst eine Dragonfly zulegen. Ja, richtig. Hätte ich vielleicht noch vorher welche kaufen sollen. Naja, für den einen haben wir ja dann noch, wenn es funktioniert. Wir machen das jetzt mal. Eine haben wir nur noch. So. Und jetzt müssen wir nach Nansa. Genau. Auf nach Nansa. Ja, mit der Seife, das habe ich ja, glaube ich, auch schon erklärt. Da gibt es halt diese beiden Bäder, wo man sich dann eine Szene anschauen kann mit den entsprechenden Leuten. Also einmal die Männer, das hatten wir schon gehabt. Und einmal die Frauen. Und da brauchen wir quasi nur ein zweites Stück Seife noch. Und das haben wir ja schon, oder ich weiß nicht, bei den Frauen sogar einzeln, ich keine Ahnung, erinnere ich mich nicht mehr dran. Was mache ich jetzt hier eigentlich wieder? Ich rede zu viel und wenn ich zu viel rede, komm, weiß nicht, was ich tue. So, also. Nansa. Da ist es. Und das soll jetzt sein, glaube ich, in dem. Auf jeden Fall unten da in den Bokaiwa, in dem Gebäude. Ja, hier war die schöne Szene, die ich erwähnt hatte. Hier irgendwo soll das sein, bei den, wo mehrere Betten sind. Na, hier geht's, glaube ich, wieder. Ne, genau, da wollen wir nicht hin. Ne, hier auch nicht. Hier war die schöne Szene, wo ich gesagt habe, wo er sich als Frau verkleidet hat, wo ich echt. Ja, das war ja nicht hier drin, ne? Das war ja draußen, außerhalb. Das war draußen, aber. Da hinten links ist es schon. Genau, ja, genau. Crystal Pendant, jawohl. Das sind so diese ganzen Sachen, die, wenn du sie mal irgendwo kaufen musst, dass die denn diese 12.000 gleich kosten. Da habe ich ja, glaube ich, auch mehrmals schon was gekauft. Das hätte ich vielleicht gar nicht machen brauchen, aber egal, wir haben ja genug Geld gehabt. So, jetzt wollte ich nochmal schauen. Crystal Pendant. Ja, der Alex, der hat das auch schon. Mhm. Er hat ein Ice Pendant. Er hat noch keins, ne? Dann gebe ich das mal dem Keil. Braucht der Keil mal doch was an Ausrüstung?
Oder beziehungsweise bekommt er mal was an Ausrüstung. Richtig. Er ist ja sonst immer leer ausgegangen. Richtig. Jawohl, sehr schön. Oh, Weisheit. Naja gut, das ist wahrscheinlich wichtig für seine... Naja, der zaubert ja nicht in dem Sinne direkt. Na gut, egal. Er kriegt vielleicht wirkt es sich ja auch ein bisschen auf die Skills aus. Kann ja möglich sein. Ja, das weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Egal. So, das geht ja doch jetzt ganz gut voran. Jetzt kommen wir nach Lan. Waren wir schon in Safe? Wir waren in Safe, ja. Ach ja, stimmt. Das war ja mit dem schönen Haus da. Das war das Haus in der südwestlichen Ecke. Mit dem Protection. Nee. Wir waren in Merivia. Nicht in Safe. Ha, ich hab Safe übergangen. Ja. Ach du je, ja, das ist wieder typisch. Dann gehen wir jetzt. Ich war nämlich die ganze Zeit schon am Überlegen. Irgendwie, da hat doch eins gefehlt. Das war nämlich das mit dem südwestlichen Haus. Das hatten wir ja noch gar nicht, das südwestliche Haus. Genau. Also wird es dieses hier sein. Wo es dann die Treppen hochgeht. Nee, das ist noch nicht. Das hier muss es sein. Und wenn jetzt hier noch irgendwo Treppen hochgehen, sind wir richtig. Ansonsten müssen wir nochmal weiter suchen. Ja, hier. Da ist er auch schon. Protection Ring. So. Ach, mich drücke immer aus Versehen manchmal die Taste zum Speichern statt die Menütaste. So, Protection Ring. Jetzt muss ich wieder schauen. Aber ich glaube, hier haben alle schon einen Ring jetzt mittlerweile. Ich glaube, der Heilring, den braucht Kyle nicht unbedingt. Da können wir ihm stattdessen den Protection Ring geben, vielleicht. Hat ja eh die meisten HP sowieso schon. Genau, den geben wir mal. Keine Ahnung, die anderen haben ja auch alle schon Ringe, glaube ich. Ich würde ihn erstmal bei Neu zwischenlagern. Ja. Und man kann es dann immer noch verkaufen oder wenn man merkt, der könnte eine Heilung pro Runde gebrauchen, kann man es ihm auch dann noch geben. So, wo ist denn jetzt der? Ach, da ist er ja, alles klar. So können wir die Charaktere noch schön aufpowern mit dem hier. Da siehst du da ja. Oh, das ist gut. 10 Punkte höher in Abwehr. Sehr schön. Gut, gut. So, jetzt dann wollen aber. Jetzt wollen wir aber auch nur noch mal hoffen, dass uns Karl nicht irgendwann dann abhaut einfach, ne? Und das ganze schöne Equipment mitnimmt. So, nach Lan jetzt. Genau, jetzt darfst du. Jetzt darf ich nach Lan. So. Drachen. Lan. Da. Ja, ich wollte noch mal was über den zweiten Teil von Luna erzählen. Da gibt es wesentlich mehr Filmsequenzen. Ist auch eine ganze CD mehr als bei Luna 1. Da ist schon die Truhe. Was wolltest du eben sagen? Das wollte ich gerade sagen. Ich habe es schon gesehen. Ach so, okay. Aber dann hast du ja schon... Dann hast du sie ja auch schon entdeckt. Ja, noch ein Silverlight. Das ist immer gut. So, ja, wie gesagt, Luna Eternal Blue wird irgendwann bei mir kommen. Und ja, ich freue mich auch schon auf. Da gibt es auch noch einen Unterschied zwischen Luna, diesem hier und dem zweiten Teil. Und der Unterschied ist der, dass ich den zweiten nicht zu Ende gespielt habe damals. Ich bin da irgendwann irgendwo, weil ich wahrscheinlich entweder underlevelt war oder ich hatte zu wenig Geld und zu wenig Gegenstände. War ich in so einem Gebiet, wo ich irgendwie erstmal nicht mehr rausgefunden habe und überall Monster waren und ich hatte tatsächlich dann so, dass sie mich ständig gekillt haben und ich hatte nicht mehr, keine MP mehr, keine Heilungsgegenstände und nichts und konnte nichts mehr machen, theoretisch, also quasi gesehen. Hatte, glaube ich, auch keinen entsprechenden Speicherstand, wo ich nochmal hätte zurückmachen können und da habe ich dann damals aufgegeben. Oh Mann, irgendwoher kenne ich das. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Spiel war denn das bei mir? Da war auch so ein, das war auch ein Rollenspiel, da hatte ich dann auch, da war ich total